Guten Morgen, ihr Lieben, von unserem Ostersonntag. Die Kinder sind ja schon in den Startlöchern. Wir sind nämlich auf dem Weg in den Garten, um zu gucken, ob der Osterhase da war. Seid ihr ready? Hey, sie ist ja ganz vorne. Warte, ich brauche meine Papa. Hallo, Kinder. Der Papa und der Mathe ist wahrscheinlich nicht kalt. Bis 25. Warte, ich bin gut. Bis 25. Wenn ich in den Garten bin, kann ich schon laufen. Ja. Ja. Warte, Moment, Moment. Und let's go. Wartet mal. Wartet mal, wir schauen mal. Schau mal, Philipp, schau hier. Ist die cool? Ah, der Philipp hat noch was gefunden. Aber der Philipp hat noch etwas. Ja. Das hat der Philipp nicht gefunden. Schau. Oh mein Gott. Oh, der Osterhase drauf. Oh mein Gott. Da muss ich mal und weg. Das noch? Das danke schön. Wow. Danke, Ostase. You're so gorgeous. Yes. Die Ostergeschenke haben wir jetzt alle mal dahergelegt. Die Michelle hat natürlich schon ihre Ostergeschenke also anprobiert. Und Michelle? Ja. Fresh. Schaut schön aus. Ich zeige euch mal schnell, was die Kinder bekommen haben. Für den Philipp haben wir diese Schildkröte zum Gehen gekauft, also zum Herumschieben. Also er kann damit herumgehen. Das hier, meine Lieben, das haben wir gestern zum Windelnkauf gratis dazu bekommen. Deswegen haben wir das dazu gegeben. Also eigentlich war das gar kein gekauftes Ostergeschenk, sondern wie gesagt, wir haben gestern Windeln gekauft im Wert von 100 Euro. Das gibt bei uns in Österreich so eine Aktion. Und dann kriegt man irgendwas von Bobbycar. Und da haben wir halt dieses coole Ding da bekommen. Das war so spontan dazu. Dann für die Luisa eine Gitarre, die sie sich gewünscht hat. Eine Rainbow High für die Lara. Die wünschte sich so lange schon eine Rainbow High. Und bei Müller gab sie mit 25 Euro so vergünstigt. Dann so ein Bowling-Spiel. Für die, also für alle eigentlich schon das dann zusammenspielen. Michelle hat halt ihre Jordans bekommen. Die gibt es aktuell beim Snipes für 104 Euro. Der Philipp hat eine Fernbedienung bekommen. Dann hat die Luisa eine Conny bekommen. Die Luisa liebt die Conny, gell? Also kann man aufziehen. Patrick hat eine Casio Vintage bekommen. Zeig mal von vorne, Patrick. Fresh. Der Hase hat gewusst, was du dir wünschst. Ein cooler Hase. Ja, stabiler Hase. Ha? Stabiler Hase. Wir werden jetzt ein kleines Osterfrühstück genießen. Der Papa hat so schön aufgedeckt, schaut mal. Während der Osterhase gewütet hat, hat der Papa hier das gemacht. Ich habe gestern mit der Michelle auch Eier gefärbt im Thermomix. Und schaut mal, Osterdeko. Ein Mädchen. Nein, zwei Mädchen, oder? Nein, das sind fast Zwillinge. Süß. Aber du isst das auch, gell? Oder pilst du es für mich? Ich wusste es, du Kleine. Hey, warte, wir brauchen ein Taschentuch. Schaut euch an, wie das aussieht. Ein bisschen
Krank. Es ist ein Dino-Ei. So, meine Lieben, wir haben schon gefrühstückt und jetzt werden wir die Spielzeuge, die wir von der Osterhase bekommen haben, zusammenbauen. Die Michelle hat schon angefangen. Und zwar, wir machen jetzt die... Anhänger. Also die Anhänger, genau. Was musst du noch machen? Also ich bin gerade bei dem da, bei den Osten. Aha. Aber ich weiß nicht, ob man das hier benutzen soll oder diese. Das heißt, wir brauchen jetzt... Das Rote kommt dann am Ende, weil... Das kommt nicht am Ende. Doch, schau, das kommt da. Aber doch, schau. Das da. Ich glaube, er ist da hinten. Was, das hier? Ja, glaube ich schon. Nee, du bist klar. Jetzt hast du gedacht, mit der Glück? Bist du müde, mein Schatz? Na, schau mal, wie schön sie da schläft. Wie geht's dir? Mein Gott. Bist du müde, Jase? Komm schon. Nip. Dieser Bobbycar-Anhänger. Schokolade, geh zu Baba. Der hat so eine Freude mit diesen Anhängern, da geht er gar nicht mehr raus. Hi! Baba, mach ihr das auf, ich kann ja nicht. Ich hätte sie mit der Kamera in der Hand. Tschüss, Philipp, tschüss. Wo geht der hin? Der passt da rein? Hier? Aber er mag da nicht mehr raus. Was für reingequetscht, er gönnt sich richtig. Tschüss, Philipp. Er träumt, oder? Ja, er hat richtig Freude daran. Pass auf. Trink mein Kaffee, Chibaba. Ja, wenn du es machst. Okay. Danke. So lässt sie sich leben, oder? Im Garten sitzen, in der Muschel, im Schatten. Auf den Sonntag habe ich schon lange gewartet. War schon lange nicht mehr so schön, oder? Ich habe die rote Blume gefunden. Okay. Die riecht so gut. Ich weiß, dass ich die Lisa schön angezogen habe, siehst du? Wow, und das ist Partnerlook mit Conny. Und der hat auch einen Knoten. Ja, Conny hat es nicht länger. Aber die Luisa hat sich eine Kappe mitgenommen, damit sie die Sonne nicht blendet, gell? Und die Lara hat den Dr. Hagen. Ein Mittagsschläfchen wäre nice. Im Garten? Ja. Wenn der Philipp damit einverstanden ist. Lara, das war mit der Entspannung? Das war's mit der Entspannung, ja. ich spüre nichts. Der Papa und der Patrick spielen jetzt. Wie heißt das, Papa? Backgammon. Yes. 6-1. Also, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Philipp läuft mittlerweile barfuß hier rum. Ich werde mich jetzt hierher ein bisschen versuchen zu chillen mit meinen Büchern. Mal gucken, ob ich mich die Kinder lassen. Ja, alle da hast du das Beste. So gut. Ich habe übrigens das Beste an, alle anderen sind hier kurz hier am Weg, weil mir ist immer kalt. Also, egal ob Hochsommer. Es gibt... Mama, was soll ich denn tun? Brauchst du nichts tun? Ah, hier ist aber alles so cool. Na, das passt schon, Schatzi. Das Insekt wird schon wegfliegen. Schaut mal bitte, was ich da Philipp hingesetzt habe.
zu den Hühnern. Sind das deine Freunde? Oh, mein Baby. Ja. Wenn der Papa nichts sagt. Dann zeig ihm einmal vor. Die lieben Löwenzahn. So. So ist viel einfacher. Schau dir mal diese Erde. Ziehis an. Barfuß ist natürlich besser im Halt. So, meine Lieben, wir haben ein richtiges Turnier hier. Wir haben sogar alkoholfreies Bier von zu Hause mitgeholt. Von zu Hause, weil wir sind jetzt irgendwo im Park. Oder? Ja, wir sind. Ja, mein Gott, und? Und so. Sogar Chips haben wir von zu Hause mitgebracht. Das ist wie Picknick. Die Mama verarscht mich nur. Hey, Conny, hallo. So, 6-3, Patrick, du musst den Move machen. Den Defender. Ah, das ist dumm, ja. Das ist dumm. Geh sie zurück. Hier war das. Hier ist ein Mikrofon. Ja. Warte, ich mach's so. Ja, 6. 1, 2, 3. Du bist mit 2 offen. Richtig nice. 5, 2. Ja. Der Philipp hat so durch, der ist schon durch geworden. Let's go. Das ist schon zu hochfeuchtig. Wir haben in der Zwischenzeit schon einen Pullover angezogen, weil es mir ein bisschen kalt ist. Und wir spielen jetzt Schach. Der Pate spielt nämlich gut. Naja. Aber dann Schach hat er keine Chance. Ach so? Okay. Schon länger wieder im Haus. Es ist schon dunkel draußen, es wird schon. Ja. Der Papa, der war so fleißig und hat jetzt währenddessen was gekocht. Zeig euch. Also. Ganz lecker, gesund und einfach. Kartoffelsuppe. Kartoffel-Brokkoli-Suppe ist das. Tada. Patrick freut sich schon. Wie freut es sich? Was kann gesünder sein als das? Kein Fleisch, nichts dabei. Ja, aber. Michi, was machst du mit der Bella? Schau mal, die so viel schläft bei Papas Füßen. Ja. Oh. Sie hofft, dass sie auch ein bisschen Brokkoli ist. Nein, ich glaube nicht. Na? Ja. Die Sophie ist neben mir. Ah, Bella. Was ist das? Diese Augen. Bella, das ist für die Luisa. Ich will sie schnuppern. Wieso, Bella, jetzt mal hast du gegessen? Der Osterhase war schon da. Okay, Patti, du die Suppe nicht mehr? Patti, kannst du diese? Übrigens habe ich so krasse Nackenschmerzen. Ich kann kaum meinen Kopf drehen. Ich habe das beim letzten Vlog, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich Nackenschmerzen hatte. Ich hatte übrigens einen Tag oder zwei Tage danach ein Tinnitus in den Nackenschmerzen. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. War dann beim Arzt, habe halt so ein Thermacare bekommen, hat nur bedingt geholfen. Ich glaube, ich muss nochmal zum Orthopäden. Vielleicht, dass der mich so einrenkt oder so eine Muskellockerung spezifisch. Ich bin so verspannt. Ich habe so Schmerzen. Boah, ich habe jetzt kein Tinnitus mehr. Tinnitus zu haben, also das war jetzt kein Piepen, sondern so ein Sausen. Das ist so unangenehm. Ja. Ja, es ist so, mein Nacken tut einfach so krass weh. Ich bewege jetzt die Kamera so. Aber mein Kopf kann ich nicht bewegen. Maximal irgendwie. Will jemand von euch ein paar Gäbsen? Ja, bitte. Ganz langsam. Was? Jetzt leg mal die runter. Oh. Oh. Du musst mir helfen?
Oh, das ist aber sehr lieb. Wir haben alle schon gegessen und wie man sieht, wir sind jetzt zu zweit in der Küche. Ich bin weg! Okay, die Luisa ist auch gerade gekommen. Wir werden gemeinsam jetzt aufräumen, weil zu dritt geht natürlich dementsprechend schneller. Okay? Und Lara und Luisa haben auch Spaß mit Papa aufzuräumen. Und morgen kommt Kindergarten. Na, morgen ist noch frei, aber danach gehen wir im Kindergarten. Okay? Und dann wieder auch in Schule. Ja. Küche aufgeräumt, jetzt machen wir Popcorn. Unsere Popcorn für Mikrowelle ist ausgegangen, aber ich habe immer als Reserve so Popcorn in Maisformat und ja, das werden wir gleich machen. Was wird jetzt passieren? Keine Zuschauer dabei? Kommt es dann lautes Popcorn? Brutal. Wirklich? Wirklich? Wie? Wie eine Explosion so. Das riecht so gut. Riecht so schön. Schade, dass die Videos schauen nicht das riechen können. Das riecht so gut. Ja, das ist wirklich gut. Mm. Oh. So, du bringst also den Popcorn und du nimmst Mineralwasser. Wieder nicht so weit unten, also die Hunde können das noch knacken. Okay, wir gehen jetzt, ja? Hey, das ist so gar nicht mein Hals. Ja, genau, was ich gesagt habe. Also Lara, was schauen wir jetzt? Küssenfrosch. Du kennst den Film gar nicht, oder keine Ahnung, wie der ich glaub, heißt. Nein, ich habe noch nie gesehen. Aber du kennst dich mit dem Netflix schon gut aus. Ja. Ich kenne ja voll viele Filme. Harry Potter sogar. Harry Potter. Mein Gott. Lara, du bist ein Genie. Schon immer. Schon immer? Hey, Lisa! Was nein. Hast du gemacht? Ist der kaputt? Nein, Luisa hat die Luft rausgegeben. Wie heißt der Film? Ich hab Willowies. Willowies? So, meine Lieben, wir werden jetzt gemeinsam einen Film anschauen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wie heißt der Film? Willowies. The Willowies. Aha, Wiggle Wiggle. Willy Willy. Wir werden jetzt dann natürlich auch den Vlog beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis nächstes Mal. Tschüss.